So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge From the Mind Clone. Mein Test. Was auch immer. So, wir waren dabei, hier an den Berg vorbeizulaufen. Dann überqueren wir mal das Wasser. Like Jesus. Hier ist auch alles Kies und Sandig. Was ist das hier für eine Gegend? Ich dachte, das ist nur bei uns hinten so lokal, aber ist ja überall so. Alter Schwede. Sehr komischer Seed. Komischer Mapchen. Komisches Biom. So, okay, yeah. Hier wird es ja gerade ein bisschen schwerer. Kacke. Ich dachte, hier geht's weiter mit Land, aber hier ist jetzt nur noch Wasser. Okay, das erschwert natürlich die ganze Sache ungemein. Nicht so geil. Gehen wir da hoch? Komm, wir gehen mal da hoch und gucken mal, was wir von da aus sehen. Sonst würde ich dann einfach da über das Eis gehen. Ob das Sinn macht, keine Ahnung. Hoffentlich ist das Eisbiom nicht ganz so groß. Aber jetzt mal gucken, was wir von hier oben aus sehen. Vielleicht sehen wir von hier aus schon irgendwo was Schönes. Oh, Alter, geht hier weit hoch. Ach komm, dann ist wieder Sand. Die Wolke geht in die Erde rein. Oh mein Gott. Oh ja, die Luft hier oben wird ganz schön dünne. Und wir sind über der Wolkendecke. Wow. Das ging ja schnell. Nee, kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir hoch. Da geht's ja noch höher. Alter. Yay. Ich glaube, wir sind mittlerweile am höchsten begehbaren Punkt angekommen. Wow. Das sieht ja mächtig aus. So, mal gucken, ob wir irgendwas sehen. In irgendeine Richtung. Von da kamen wir, ne? Ja, genau, da ist das Eis, das heißt, wir kamen von da hinten. Gut, dann werde ich hier oben auch mal direkt mal hier mein Bett bauen. Na gut, noch nicht dunkel genug. Alter, hier schlafen, Alter, hallo. Aber wir können hinten zumindest weiterlaufen in die Richtung. Das heißt, wir werden uns ja wahrscheinlich doch nicht aufs Eis begeben. Oder wir werden zumindest auf dem Eis da hinten langlaufen. Ah, Problem ist nur, wenn wir jetzt sterben, dann haben wir nichts mehr, wo wir wieder aufwachen können, ne? Ah ja. Wie sich die Wolke einfach hier durch den Berg durchschieben. Geil. Schade, von hier oben aus sehe ich auch erstmal kein Dorf oder sowas. Hat irgendwie gehofft, dass wir von hier aus direkt irgendwie ein Dorf sehen können. Aber. Dem ist wohl nicht so. Aua. Scheiße, die waren dann. So, gucken wir mal hier. Ja gut, durch die Wolken sehen wir jetzt auch nicht so viel. Weißt du was, wir gehen einfach wieder hier runter. Und wenn wir zurückkommen, dann wissen wir ja hier, dann kennen wir den Berg ja. Und dann wissen wir, dass wir an dem Berg vorbeilaufen müssen. Ich hoffe es. Gehen wir jetzt hier einfach wieder runter. Ganz schön hoch, ey. Heieiei. Alter, sieht das hier geil aus. Alter, what the fuck? Ich will hier hinziehen.
sieht so geil aus. Was zur Hölle ist denn hier los? Boah. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen, wie krass das hier aussieht. Ein bisschen, ne, ein bisschen Aussicht. Sieht gleich noch krasser aus. Gut, hier hat man jetzt nicht mehr Sichtweite, aber ne? Alter, wie geil. Okay. Das war nicht schlecht. So. Komme ich da rüber auf den Berg? Ja, doch, sieht fast so aus. Alter. Geht's hier steil runter? Holy moly. So, und hier geht es wieder hoch. Sehr schön. Ja, hier ist immer noch der Bug. Wenn ich jetzt so gucke, er denkt, ich bin in der Höhle drinne, weswegen der Himmel da hinten grau wird. Aber wenn ich wieder rausgucke, wird es wieder blau. Ah ja. Komme ich hier nicht hoch? Nani? Ach. Ich muss erstmal hier wieder ins Springen reinkommen, ey. So. Wow. Ja gut, ich muss unter die Wolkendecke, damit ich überhaupt was sehen kann. So, sehen wir da von hier aus. Was? Nö, ne? Nicht wirklich. Oh oh. Oh, ich komme hier auch nicht runter. Das ist ein bisschen problematisch. Okay, so komme ich runter. Ja, ja gut. So. Ah, das sieht auch schon besser aus. Alter, was für eine geile Landschaft das hier bitte ist. Da oben drauf will ich mein Schloss bauen. Oh, wei, 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 wie geil. Oh ja, hier haben wir schon eine Aussicht. Das ist krass. Gut, gucken wir mal, ob wir hier jetzt irgendwie ein Dorf sehen. Da hinten ist zumindest schon mal Nadelwald. Ist ja nicht so geil von Optik her. Fremde Holz und so. Ich weiß jetzt leider auch nicht, wie häufig diese Dinger waren. Hier diese Dörfer. Aber eigentlich bist du doch schon längst eins gefunden haben, oder? Nicht, dass es wirklich keine gibt. Das wäre natürlich sehr traurig. So, kommen wir hier runter, ohne zu sterben? Ja, kommen wir. Perfekt. So, ich will jetzt hier vorne gerne mal so einen kleinen Punkt setzen. Ich glaube, wir laufen lieber hier am Strand lang. Da kann man auch die Wegpunkte besser erkennen. Denke ich einfach mal. So, hier müssen wir in die Richtung. Ja. Dann wissen wir das nächste Mal, wenn wir zurückkommen, okay, wir müssen in die Richtung. Also, am Berg vorbei quasi. Yippee-yay.
Warum ist hier Schatten? Ah, wer weiß. Hier auch schon wieder Schatten. Sehr cool. Wow. Wie einfach überall Kies ist. Ich meine, hier ist auch wieder, sind wieder ein bisschen Stein, ja, aber. Oh, jetzt ein bisschen Schnee. Wohl. Ja, schon eine Fluktuation hier. Weißt du, hier ist Wüste, hier ist tropisches Gebiet und hier ist direkt Eis. Das ist hier komplett Eis, ja. Und hier wieder ein bisschen tropisches Gebiet und direkt wieder Wüste. Also. Das ist so ganz viel Eis, na super. So, jetzt haben wir langsam. Mal gucken, wie viel Geld. Achso, immer nur einen halben Punkt. Ja. Mal gucken, wie viel wir denn von den Beeten bekommen. Ich wollte mal hier hin. Kein Dorf in Sicht. Ist ja nicht. Gehen wir da rüber oder bleiben wir hier an der Küste? Komm, wir gehen rüber. Da baue ich hier noch so einen kleinen Stein, so ein Ding da uns dahin. Und dann gehen wir mal direkt rüber. Wir hätten mal unser Schiff mitnehmen sollen, ne? Ja, wobei ich versuche ja eigentlich nicht so viel zu schwimmen. Wow. Ich krabbel auf dem Boden lang. Hey, ich bin eine Spinne, ich bin eine Spinne. Weil wir im tiefen Wasser jetzt nicht so viele Steindinger bauen können. Was sind da oben? Da fliegt Jesus. Tja, ich bezweifle echt, dass hier irgendwo noch was Brauchbares irgendwie waldmäßig, dorfmäßig kommt. Da sieht irgendwie alles falsch aus. Das sieht alles nicht richtig aus. Wir können da oben auf den Berg nochmal raufgehen. Vielleicht fahren wir da ein bisschen. Ja, so wieder so ein hoher Berg. Gucken, ob wir da ein bisschen mehr erkennen. Kann man direkt sogar überqueren hier, wie geil. So, dann gehen wir auf den Berg rauf und gucken mal, ob wir irgendwas Brauchbares finden. Oh, das sind das schon mal dann. Ah, ne, sah gerade aus, wie wenn das Dungeon wäre. Aber le leider doch nicht. Mein Mund ist schon wieder so trocken, obwohl ich gerade was getrunken habe. Fällt einem schon wieder das Sprechen schwer. Nee, nee. So. Ja, hier kommen wir nicht so günstig rauf. Kommen wir überhaupt drauf? Nicht wirklich, ne? Gut, versuche ich mal auf die andere Seite zu kommen vom Berg. Vielleicht kommt man da ein bisschen besser rauf. Aber ich bin gestorben. Nee, hier kommen wir gar nicht rauf.
Gut, können wir mal gucken, ob wir hier. Das war schon mal schlecht. So ist meine Sichtweite doch gar nicht. Digga, meint das, was ist denn los mit dir? Ob wir hier ein Dorf erkennen? Ich würde halt schon gerne wissen, ob. Aber. Spring verlernt oder was? Was ist denn los hier? Ich will auf den Kackbaum darauf. Geht doch. So. Ja, auf den anderen Baum, da komme ich nicht drauf wahrscheinlich. Obwohl doch. Na, kacke. Hier kannst du mich nochmal zurück hier. Das mit der niedrigen Sichtweite. Framerate geht mir auch gerade auf den Sack. Mein Test muss definitiv performanter werden. Ich meine, was die Performance so angeht, ist ja mein Test schon relativ gut. Aber gerade so in Wäldern, das ist. Keine Ahnung, was mein Test da immer hat. So. Okay, ich auf die Spitze rauf oder was? Treibt sie ja nicht auf die Spitze, mein Freund. Jutschen, gucken wir mal. Ob wir hier jetzt hier schon irgendwie Dörflein erkennen können. Es sieht aber echt beim besten Willen nicht so aus. Das gibt's da ja nicht. Was da hinten? Da hinten ist irgendwie ein Steinkonstrukt. Ah, nee, sind nur normale Steine. Das gibt's da ja nicht. Ist wieder dunkel? Nö. Genau, da ist das Ding, das ist raufgelaufen, das heißt, wir können in die Richtung hier auch weiterlaufen. Ich würde mal sagen, das machen wir auch, wobei ich mich lieber hier hinten am Strand halten würde wieder. Im Wald kann man sich sehr leicht verlaufen. Von daher. Ich meine, gut, hier ist auch ganz schön viel Wald. Ist für meinen Test quasi der Endgegner. Nee, das will ich nicht überleben. Was ist das denn? Achso, ist ein Fuchs. Warum bin ich schon fast tot? Oh, Füchse mögen Bären. Jetzt ist er wieder weg. Ach nee, wir kommen von da. Wir müssen nach da. Okay. Dann machen wir es auch mal. Weil die Richtung habe ich eh nichts gefunden, von daher scheiß drauf. Kann ich mal bitte hoch? So, von hier aus. Wow. Chill. So, dann schlagen wir mal auf dem Eis unser Camp auf. Was aus genau einem Bett besteht. Spoilert drauf eigentlich Gegner? So Zombies und so? Nee, ne? Auf Eis sollte nicht. Oh, doch. Der macht einfach gar nichts, damit er verstehen.
Die spawnen aber auch immer nur Fleisch, ne? Die haben noch nie irgendwie Kartoffeln oder sowas gespawnt. Kann das sein? Hehe, das sieht mit dem Fisch da vorne. Ah, wie geil. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter, wie süß. Da vorne trinkt ein Zombie. Wie geil, Alter. Ich erlöse dich mal. Da vorne ist noch so ein. Alter. Wie geil, dass sie einfach auf dem Eis spawnen. Ja, hier, alles spawnt hier auf dem Eis. Oh, witzig. So, da vorne ist unser Magnum-Ding. Das heißt, wir gehen einmal hier so ein bisschen weiter in die Richtung. So, den kann man von sehr weit weg erkennen. Das heißt, wir gehen jetzt auch mal ein Stück. Da hinten hin zum Beispiel. Fisch. Oder gehen wir nach da? Ich glaube. Achso, das ist ein großer Berg, ne? Ah, mal gucken, wie groß der wird. Vielleicht müssen wir aufpassen, dass das Ding nicht aus der Sichtweite rausfällt. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, doch, da kommen wir rüber. Sehr gut. Und schon ist er weg. Scheiße. So. Gut, dann gehen wir dann mal wieder auf den Berg rauf. Mal gucken. Ja. Das Spiel ist ja mittlerweile bekannt. Wow, eine große Sonnenblumenfläche. Ups, bin ich hier gelandet? Große, weite Sonnenblumenfelder. Das ist doch der ideale Platz, um Dorf zu spawnen, oder? Komm, lieber Mapgen. Spawne mir ein Dorf. Komm ich hier nicht hoch, oder was? Was ist hier los? Ah, sieht schlecht aus. Muss ich mir jetzt nachhelfen. Ich mache zwar Berge normalerweise ungern kaputt, aber hey. Manche Berge wollen einfach kaputt gehen. Oh, Alter, guckt euch das mal an, Alter. Schöne, weite Welt. Wenn da jetzt kein Dorf existiert, dann weiß ich aber auch nicht. Richtig schönes Sonnenblumenfeld. Ah, scheinbar nicht wirklich. Wir gehen aber trotzdem da mal in die Richtung weiter. Und ich werde mal rechtzeitig hier nochmal ein paar Steine abbauen. Weil uns gehen nämlich langsam so ein bisschen die Steine aus. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so lange brauchen. Aber gut. Dem ist halt so. So, den setzen wir hier so hin. Ich mach den mal ein bisschen größer hier. So. Und dann gehen wir direkt mal in die Richtung hier weiter. Und bauen da gleich mal ein paar Steine ab. Wieder auf ein Drecksgestein hier. Ja. Jetzt klatsche ich mir damit auch noch die Taschen voll.
Sehr gut. Oh. Fuck, daneben. Ah, ist das süß. Ah, schön. Ah ja. Muss ich auch öfters mal machen hier. So Schneeballschlacht. Noch da. Was für eine riesige Fläche hier. Da hinten Kürbis oder was ist das große Grüne da hinten? Da gehen wir mal hin. Das sieht ja mal interessant aus. Wahrscheinlich nur zwei Kürbisse nah beieinander oder sowas. Was völlig langweiliges. Das war dumm. Das sah weiter aus, als es. Das sah schmaler aus, als es war. Ja, ist so zwei Kürbisse nah beieinander, dachte ich doch. Ah, schade. Ah, gut. Hier gibt es jetzt wieder Nahrung. Die geht uns ja mittlerweile auch ein bisschen zu Neige. Also zumindest schneller, als wir lieb ist. Noch haben wir relativ viel. Da hinten ist der. Ach ja. Alter. Jetzt wir drei Folgen halt nur am rumlaufen. Was denn los? Kann ja nicht so schwer sein, hier ein Dorf zu finden. Oder? Ich meine, jetzt ist es so eine schön weite große Steppe, wo man. Steppe sag ich schon. Schön weiße Landschaft, wo man relativ schnell vorankommt. Aber. Irgendwie kommt hier trotzdem nichts. Wir laufen mal da hinten bei den Bäumen lang. Könnte auch schon wieder ein Berg. Hey, hey, hey. Kein Dorf in Sicht. Das gibt's doch ja nicht. Voll gut, wieder Wasser. Schon wieder Wasser. Vor allem durch die Bäume hier kann man jetzt wieder ein bisschen schwerer die Dinger erkennen. Ne? Muss ich hier aufpassen, dass wir die möglichst so platzieren, dass man sie trotzdem noch relativ schnell und einfach sehen kann. Ah, das könnte was werden.
Von hier aus könnte man ihn gut erkennen, oder? Nee, kann nicht erkennen. Wo ist denn der? Hä? Ach, da. Ja gut, aber so ganz weit weg. Ich glaube nicht, dass wir den da hinten jemals von hier aus erkennen werden. Ich sollte mal irgendwie eine Fackel draufpacken, ne? Wobei, da können wir die auch bloß nachts finden. Bringt uns am Tag auch nicht sehr viel. Scheiße. Oh ja. Gerade ins nächste Haus. Lol. Schon mal irgendein Zeichen von Zivilisation. Naja, ehemaliger. Da ist ja keiner mehr drin. Wie jetzt halt auch einfach das Essen ausgeht, ne? Na gut. Wir machen an der Stelle mal hier ein bisschen Pause wieder. Noch schnell ein bisschen Set essen. Und dann, ja. Haben wir in der Folge auch wieder kein Dorf gefunden. Ist doch kacke. Dass das so lange dauert, hätte ich echt überhaupt nicht gedacht. Ich habe bisher eigentlich, wenn ich einfach irgendwo immer straight lang gelaufen bin, relativ schnell Dörfer gefunden. Also in Minecraft 2. Ne? Wie gesagt, wenn es Minecraft 5 läuft, keine Ahnung. Aber scheinbar sind die doch dort wesentlich seltener, wenn überhaupt vorhanden. Das werden wir hoffentlich bald erfahren. Oder auch nicht.